Der Monsterschwarm flog in der Nähe der einsamen Zither auf der Kaliberspitze nördlich des Höhleneingangs. Bestimmt hat Tulin sich dorthin aufgemacht. Dass er sich so kopflos in Gefahr begeben muss. Ja, woher kennen wir das nur? Ah, hier sind auch Frostforellen. Gut. Oh, die sieht man auch wirklich schwer hier. Ist auch so finster, das Ganze. Okay. Dann mal weiter. Raus in die Kälte wieder. Oh. Monster-Alarm. Monster-Alarma. Alarma. Oh, und schon wieder so einer. schon wieder so ein Schild. Kümmern wir uns zuerst darum. Oder sollten wir vielleicht lieber die Monster zuerst mal bekämpfen? Wenn wir schon dabei sind. Oh shit. Ich bin gerade in der Position, wo sie mich entdecken könnten. Gibt es irgendwas, womit ich mir einen Vorteil verschaffen könnte? Ich glaube mal nicht, ne? Ich könnte höchstens einfach mehr einen von aus ihren Reihen wegnehmen, wenn ich mich. Wenn ich gefälligst zielen kann, ja. Shit! Kein Headshot. Bleib schön hier hinterbei. Ah, er hat mich gesehen. Gut, einer weg. Und der nächste mit einem Headshot. So, und jetzt bist... Oh. Bist du dran, Freundchen. Der ist ein Bogenschütze, ha? Huh? Tja, das wird aber nicht viel helfen, mein Freund. Ich kann nämlich den, solange ich in Bewegung bleibe, immer wieder ausweichen. Okay. Zeit wird's. Mein Freund. Du verschwendest nur deine Pfeile an mir. Ich verschwende auch Pfeile hier. Oh. Ein Soldatenbogen. Nicht schlecht. Oh, und hier sind noch Bestandteile. Ich dachte, der wäre da runtergeflogen, aber nein. Zum Glück sind Bestandteile. Zum Glück ist er hier gelandet. Ja, gibt es ein paar extra Pfeile noch oben drauf. Oh. Okay, Soldatenlanze. Nichts Besonderes. So. Gib mir mal die Truhe hier. Ah, ein Schwalbenbogen mit extra Angriffskraft. Oh, shit. Warte mal, warte mal. Nur dafür den Soldatenbogen weg, obwohl der hat auch extra Angriffskraft. Ach, was soll's. Ich passe mich da lieber mal die Ohren ein bisschen an. So. Da die bald zerbricht. Ich konnte noch nicht mal ein Stück das aufmachen. Das Aufbrechen hier. Tja, und jetzt gerade könnte ich wirklich diesen Ritterlanze oder was auch immer brauchen. Jetzt hätte ich wieder Platz. Na, was soll's. Ich meine, ich könnte die Ritterhellebarde noch hernehmen. Das ist Soldatenlanze. Warum sage ich Ritterhellebarde? So, jetzt kann ich hier ungestört dir helfen, mein Freund. Oh. Ja, später. Okay. Schneebälle musste ich dafür hernehmen, weil was anderes gibt's leider nicht. Oder? Doch. Ist auch normalen Stein. So. Aber wie positioniere ich das am besten? Auf jeden Fall so, dass es nicht umkippt. Irgendwie. Vielleicht sollte ich die Schneebälle lieber runterrollen. Die werden dadurch auch größer. Als ob. Als ob.
Als ob die jetzt kaputt geht einfach mal. Also als ob der jetzt einfach mal kaputt geht. Ne, komm. Bleib gefälligst da dran. So. Da ist ein Schrein. Roll nicht runter! Boah, Mann. Verdammter blöder Schneeball. Er will einfach nicht dranbleiben hier. Was soll ich machen? Vielleicht hilft das Verbinden hier? Ich weiß nicht, ob das hält. Also bräuchte ich einen Schneeball auf der anderen Seite noch. Sonst geht das nicht. Verdammt, und ich habe keinen mehr. Was tun? Da falle ich auch schon beinahe runter. Vielleicht ein bisschen. Nein! Löst dich nicht davon! Ey, was soll das? Lass dich gefälligst aufheben! Jetzt aber. Vielleicht hilft das auch so. Das könnte klappen. Na bitte. Haben wir das auch erledigt? Gern geschehen. Scharfe Pilzreisbällchen. Und ein Qualmerling. Kann mir auch einen Kampfvorteil wieder verschaffen. So, aber jetzt mal so viel dazu. Jetzt gucken wir mal, wie wir hier weiterkommen. Hätte ich auch die Fackel einfach hernehmen können. Aber ich glaube, das hätte eh nichts gebracht. So, ich schätze mal, ich muss da nach oben zu dieser Ruine, die ich da gesehen habe. Da oben. Müsste einen Hinweis darauf geben, dass sich Tulin hier irgendwo befinden. Oh shit. Da ist ein Bossbock. Und jede Menge Eisfrüchte hier. Kann ich den schnippern? Oh shit. Kommt er direkt wieder hierher? Ich meine, es ist nur ein roter. Die sind nicht besonders stark. Aber ich will natürlich jetzt auch unnötige Konfrontation meiden hier. Weil die haben Eis. Die können mich mit Eispfeilen einfrieren. Aber selbiges könnte ich auch machen. Da jetzt so viele Eisfrüchte hier sind. Jetzt aber schnell. Bevor er zurückkommt. Mit seiner Gruppe. Wieder hoch. Da oben sind auch noch Eisfrüchte. Oh. Und ein eingefrorener Gegner, nehme ich mal an. Ja. Ein eingefrorener Bockblin. Warte mal, waren da nicht Eisfrüchte hier? Mich anscheinend hier verguckt. Da es eh nur gewöhnliche Bockblins sind, nehme ich die zuerst mal hops. Ach, shit. Na? Woher kam das, ne? Woher kam das? So. Jetzt auch noch du. So, weg da.
Ja, verpiesel dich. Ist halt mal alleine weiter. Ach, die haben... Oh, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, die hätten Eisfrüchte. So, wo ist der Bossbock hin? Da oben. Da stapft er rum. Oh, shit. Was für eine Ruine soll es darstellen? Na gut, ich, deswegen hätte ich die Fackel auch gebrauchen können. Ja. Auch der Bogen geht jetzt down. Kann ich jetzt den Schwalbenbogen mal nehmen, hernehmen? Hm. Nein, das bringt nichts. Einfache Bockplin hier eingefroren. Und sofort greift er mich an. Oha! Was hat denn der für ein... Oh, shit. Eine Eiszapfenkeule, hä? Huh? Hm. Mit Eiszapfen kann man also Eisschwerte machen, hä? Huh? Dann leg das mal ab hier. Huh. Ein Reiseschwert und ein Eiszapfen. Eiszapfen kriegt auch zwei Angriffskraft noch zusätzlich. Nicht schlecht. Aber nichts Besonderes am Ende. So, und jetzt zu dir. Ich habe schon darauf gewartet, dir endlich mal ordentlich eine auf den... Ah, shit. Da würde ich einen Headshot verpassen. So, jetzt aber. Ich sollte ihn vielleicht auch mal einfrieren. Wenn ich schon die ganzen Eisfrüchte bekommen habe. Und das wär's. Ja, Bossbox, normale. Die können nicht wirklich was. Hm? Oh, Felsbrocken haben wir mit Reisezweihänder. Lass ich den. Reisezweihänder ist jetzt nichts Besonderes. So, aber wo finden wir jetzt hier Thulin? Das ist ein richtig, richtig... Das ist ein... Boah. Es sind zu viele Ruinen hier. Kann ich den irgendwie... Wahrscheinlich nicht, ne? Wenn ich versuche, den zu berühren, dann... Shit! Ja, dann friert er mich ein. Genau das, wollte ich vermeiden. Aber ja. Musste ja unbedingt daneben hauen. Hier ist noch ein Monsterlager. Oder zumindest eine Monstergruppe einfach nur. Ah. Und da ist eins dieser... fliegenden Monster. Diese neuartigen. Ich schätze mal, wir sind auf den richtigen Pfad hier. Hau ruck. Hier könnten wir schon an die Spitze. Ob wir hier schon Thulin vorfinden? Nee. Das ist der spezielle Baum. An den erinnere ich mich noch. Oh, da ist er! Da ist Thulin! Auf was hat er nicht aufgepasst? Hm. Blödes Monster! Hä? Link, was
was machst du denn hier? Was geht? Also, naja, ehrlich gesagt, hat sich das verflixte Vieh mit guten Bogen gekrallt. Oh. Siehst du? Da ist der Bogendieb. Wie konnte er den dir nur stehlen? Das Bogen zurück haben, willst du mir Link? Sicher dort. Echt? Danke! Ach übrigens, ich kann... Das ist in meine Blickrichtung schicken. Wenn du mit dem Parasäger auf diesen Wind reitest, solltest du bis zum Monster fliegen können. Aha. Gib mir einfach ein Zeichen, dann erzeuge ich einen Windstoß sofort. Oh, Tulins Macht über den Wind. Sobald Tulin seine Aura entfaltet, kannst du einen Luftstrom entfesseln, der dich nach vorne befördert. Beim Einsatz des Parasägers kannst du so den Flug beschleunigen. Hm, das ist ziemlich praktisch. Okay, los geht's. Okay, nicht schlecht. So komme ich hin. So, hoffentlich. Ah, shit. Daneben. Erwischt! Bitte sehr. Das ist ja klasse! Danke, Link. Du hast mir riesig geholfen. Rasch mal schon. Puh, alles noch dran, so ein Glück. Oh je. Jetzt kommt die ganze Gruppe von denen und die schleppen Monster an. Da kommen noch mehr! Na denn? Die können was erleben. Zürme, trickst du mich, blöden Flatterer, nicht aus. Los, Link, die kaufen wir uns. Gegen uns beide haben die keine Chance. Ja, das werden wir schon hinbekommen. So, erstmal ist die Waffe wechseln. Mit dem Windstoß hier geht's wirklich angenehm. Und wir haben tatsächlich einen Partner, der mit uns kämpft. Oh, nice. Gut gemacht. Das machst du toll. Oh, was haben wir denn da? Scheint ein spezieller Bogen zu sein. Oh, ich hoffe, der verschwindet nach der Cutscene nicht, bitte. Sieh mal, das hier könnte der Lager gewesen sein. Was? War das gerade der Wind? Nein, auf keinen Fall. Das muss etwas anderes gewesen sein. Hey, Tulin und Link! Oh. Gute Arbeit, ihr beiden. Was? Hast du uns beobachtet, Tertis? Oh, war wie peinlich. Ich hab nicht Sonne gehört, als er versucht hat, mich aufzuhalten. Ich dachte, dass ich alleine klarkomme. Aber dann hat das Vieh mir meinen Bogen weggenommen. Ich hab mich für groß genug gehalten, aber alleine hätte ich den Bogen nie zurückbekommen. Verstehst du jetzt, warum ich wie ein kleines Küken behandelt haben? Ja. Es ist wirklich wichtig, mit seinen Gefährten zusammenzuarbeiten. Ich glaube, dass... Ich verstand, was Papa immer sagen wollte. Was ist eigentlich passiert? Sieht er gar nicht ähnlich, den Bogen abnehmen zu lassen. Das war wegen Prinzessin Zelda. Ich habe Prinzessin Zelda gesehen. Ein Monster hat sie angegriffen. Als ich ihr helfen wollte, flog sie hoch durch diese Wolke. Das hat mich abgelegt und schon war mein Bogen weg. Was? Prinzessin Zelda ist über diese Wolke? Wie kann das sein? Schwer zu glauben. Aber wenn wir hier noch umsitzen, werden wir es nie ergründen. Tulin, Link ist doch auf der Suche nach Prinzessin Zelda. Und suche mit ihm die Wolke, der Prinzessin verschwunden sein soll. Was? Ich dachte, ich darf nicht. Bevor ich hergekommen bin, habe ich einen Bericht erhalten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Schneesturm doch in der Wolke seinen Ursprung hat. Ich wollte ihr Inneres gleich untersuchen. Auf starke Wände machen es unmöglich, sie von der Seite zu erreichen. Der einzige Zugang ist von oben, aber... Aber was? Kein Orni kann diesen stürmischen Himmel durchqueren und dorthin gelangen. Mit einer Ausnahme. Tulin, ich glaube, dass du es schaffen kannst.
deiner Kraft und der Fähigkeit Wünsche stehen zu lassen. Tulin wird der beste Krieger der Orni werden, wenn er versteht, wie wertvoll Verbündete sind. Das sagt dein Vater Theba immer. Papa hat das gesagt? Ich werde Theba Bericht erstatten. Begleite du Link auf der Suche nach Prinzessin Zelda und dem Ursprung dieses Schneesturms. In Ordnung, ich werde mit Link zusammenarbeiten. Link, ich habe Prinzessin Zelda auf dem schwimmenden Insel beim Hebra-Gipfel gesehen. Dort sollten wir zuerst hingehen. Link, Tulin, wir zählen auf euch. Okay, gut. Aber vorher möchte ich hier den Falkenbogen. Bogen eines Meisterschmieds der Orni. Der Traum jeden Orni-Krieger ist die Sehne, lässt sich besonders schnell spannen. Okay. Nice. So, gucken wir mal. Nein, einen rostigen Zweihänder kann man vergessen. Ist genauso wie einen einfachen Stock. Ja, dann haben wir also jetzt... Ah, wir haben Tulin auf unserer Seite. Und er hilft uns dann mit einem Windstoß weiter. Ah, das finde ich praktisch. Wenn wir das weiterhin verwenden könnten. Warte mal, kann man den auch aufbrechen? Tatsächlich. Es gibt jede Menge Pfeile. Aber leider ist mein Euroblenhammer wieder fast kaputt. Aber ja, das ist bei jeder Waffe so. Aber dadurch habe ich jetzt wieder etwas mehr Platz für andere Waffen. Ist dann schon verständlich, dass das auf die Nerven gehen kann, aber gleichzeitig auch, muss ich sagen, würde man sich auch zu schnell OP machen, also ist es vielleicht ganz gut, dass es dieses System gibt. Na gut, im nächsten Part machen wir dann hier weiter. Wir haben jetzt auf jeden Fall Tulin an unserer Seite und gucken wir mal, wie wir jetzt noch hier vorankommen. Und wie immer gilt, wenn es dir gefallen wusste, dies bestätigen wir als Thumbs up und Kommentar nicht vergessen. Und das ist beim nächsten Mal, wenn wir versuchen, hier zum Auge des Sturms zu gelangen. Also ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt, klickt wieder rein. Oh ja. Crush for the Vegetinen. Bis zum nächsten Part von Let's Play Legend of Zelda Breath of the Wild 2 Tears of the Kingdom. Also auf Wiedersehen. Tschüss, Leute.